Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Mal mit dem nächsten Panzer vom Testserver, und zwar dem OI, dem Tier 6 schweren Panzer der Japaner, den ich ja euch schon auch mal kurz hier im Überblick gezeigt habe, aber jetzt betrachten wir ihn auch mal etwas näher. Und zwar, wir sehen, er hat 700, so, da ist schöner zu sehen, 970 HP, hat ein Gewicht von 150 Tonnen, 1200 PS, was ihm dann knappe 30 km/h Endgeschwindigkeit bringt, 22 Grad Drehgeschwindigkeit, 150 Frontpanzerung. Die Seite ist mit 70 recht schwach, aber dafür 150 wieder hinten, also hinten wie vorne exakt gleich. Und der Turm ist ringsrum mit 150 mm Stahl. So, dann haben wir eine Drollkanone, auf die ich gleich nochmal etwas eingehen werde. Wir haben eine Sichtweite von 370 Meter. Eine Feuerrate von 2,4 Schuss in der Minute, und damit ist so das größte Geheimnis schon gelüftet. Er ist so ein, ja, für die Leute, die den KV-2 gerne spielen, die werden sich auf diesen auch sehr stark freuen, weil er hat eine 15 cm Howitzer-Kanone, die dann praktisch dementsprechend für 700 Schaden bzw. 910 mit HE, und ich habe auch vor, ihn in diesem Video mit HE zu spielen. Ja, und deswegen tun wir da gar nicht lang rum, sondern wir springen ins Gefecht und sehen ihn dann gleich da live an. So, hier direkt mit dem neuen Interface, wie ihr seht, praktisch mit dem neuen Bild, der etwas anderen Aufteilung und natürlich hier sehr viele OIs im Game. Das Panzer ist wirklich ein Monster. Wenn man einfach mal da hier drüben sieht, das ist der Experimental, also der 5er. Dahinter ist der 6er und da steht hier so ein kleines Stuck oder auch ein KV-2, was hier wirklich großer Panzer ist. Hier mal im Vergleich dann da, also das ist schon, es ist schon ein unglaublich krasses Ding. Die Artis werden jetzt hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen in dem Battle. Das kann man schon mal ganz klar so sagen, weil das Ding ist auch schwierig nicht zu treffen. Und dementsprechend schauen wir doch mal, was man da so machen kann. Knapp 20 Sekunden Reload-Zeit. Wir laden HE direkt durch. Und ansonsten, was ist zum Panzer noch zu sagen? Also, ein Schönheitspreis wird er nicht gewinnen. Was, so ein FV schaut einfach mini dagegen aus. Das ist unglaublich, diese Dimension. Und auch hier die Arti, AMX-13. Ja, fahrt mal rein und schon mal 34 Struktur weg. Also 150 Tonnen ist einfach, also auch da zu rammen, das wäre unangenehm. Neigung der Kanone sehen wir jetzt, ist okay, aber das sollte man sie nicht spielen. Wahnsinn, so ein T-34-85 ist einfach ein Spielzeug dagegen. So. Ob es so der cleverste Weg ist, jetzt Richtung Berg zu fahren mit dem Panzer, wage ich mal zu bezweifeln. Vielleicht bleibe ich auch eher unten in der Stadt. Gerade Testserver ist immer natürlich so eine Nummer, und hier mit drei Artis im Spiel mit dem Panzer, der eh sowieso gerne wahrscheinlich dann First Target genommen wird. Ich würde auch mal vermuten, da hat einer gerade den KV-2 getroffen, bei dem Schaden, den er da bekommen hat. So. OI, der Turm. Ah, schade, schade. Da drüben ist ja schon einer von mir. Das macht er ja schön auf. Ja, da die erste Arti. So. Einmal Hit schon gemacht. Wie gesagt, immer auf die Art hier jetzt aufpassen, weil der AMX hält hier fleißig rein. Und wir sehen, es wird nicht weniger. Zielkreis geht ganz ordentlich zusammen. Er ist halt schon trollig, das muss man ganz klar sagen.
Und wir fahren mal weiter. Artis halten ganz klar hier auf mich drauf. Und da oben. Ah, sehr ungünstige Flugbahn. Gott sei Dank wurde der jetzt da umgeholt. Und ich fahre jetzt hier mal weiter. Also, den nicht zu treffen ist für eine Arti wohl sehr schwierig, sag ich mal. So. So ein Crumble ist dann da wiederum wenig das Problem, wie man gerade gesehen hat. Es ist halt der KV-2-Effekt. Also, wenn jemand kommt und wenn jemand trifft, dann, wow, dann tut es schon hart weh. So, jetzt sind noch ein paar Artis am Leben. Aber nichts wirklich mehr Schlimmes. Da ist die FV. Ah, die ist mir zu flink. Ja, da warten wir. Schieß mal sicher einen. Und da ist der AMX durch. So, da ist noch ein OI. Alle Zeit der Welt zum Einaimen. Und können ihn jetzt schön in die Seite schießen und nehmen ihn raus. Ja, wie gesagt, diese HE-Kniften können unglaublich viel Spaß machen. Trollen aber auch teilweise sehr hart. Da ist der nächste. 20 Sekunden ist natürlich der einzige unangenehme Faktor, aber sonst ist es schon sehr, sehr lustig. Und auch da schau mal, was da jetzt an Schaden rüberkommen wird. Da, auch nochmal einfach so von vorne durchschlagen. Jetzt, ich ziele hier weiter auf den UI. Den hätte ich gern lieber als die Arti. Ah, nochmal einer aber. Und die Arti, von der kriege ich nichts mehr ab. Dafür ist meine Nachladezeit einfach zu lange. Aber ich denke trotzdem, man hat es schön gesehen, was kann er, wie ist er, wie wirklich ist er, und das ist er nicht stark. Aber wer einen drolligen Panzer sucht, findet, glaube ich, hier ein sehr schönes, nettes Spielzeug, was auf jeden Fall für mich eine Alternative zum KV-2 darstellt. Ja, das war das Panzerass, das ist doch schick. Das haben wir gemacht, 2800 Schaden und das effektiv gesehen mit 6 Treffern, also schon extrem gut. Extrem spannend und extrem interessant. Ja, UI, das war's. Ich glaube, das Gameplay zeigt den ganz gut und zeigt natürlich auch, wie die Japaner sich so verhalten im Allgemeinen. Es sind sehr schwere Panzer, die sehr träge sind, aber über eine sehr tolle Panzerung verfügen. Also vielleicht sogar einen Baum, den ich mir mal näher dann ansehen werde auf dem Live-Server. So, dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich wünsche euch alles Gute. Lasst mir doch gerne einen Daumen hoch und auch einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.